Hallo und herzlich willkommen zurück zu Octopath Traveler. Ihr seht, ich bin in einer anderen Stadt. Das hat auch seinen Grund, denn ich musste hier ein bisschen noch überall ein bisschen looten. Hier bin ich jetzt noch nicht reingegangen, das ist aber auch nicht schlimm. Ich wollte jetzt nur ganz kurz nochmal gucken hier, ob hier irgendwas Geiles ist. Ja, okay, der Falkensäbel. Der ist schon nicht schlecht. Sporender Dolch. Naja, auch nicht schlecht, aber macht nicht so viel Unterschied, deswegen lasse ich es. Die heilige Tee. Alter, die ist so geil. Ich glaube, ich kaufe die jetzt für alle, weil es boostet alle einfach. Deswegen, ja, komm hier. Bitteschön, bitteschön, bitteschön. Obwohl ich nicht glaube, dass das für alle eigentlich notwendig war, aber ist egal. So, und eine kaufe ich noch auf Reserve. Nein. So, prächtiger Helm brauche ich nicht. Ihr seht, ich habe auch nur noch 10.000 jetzt. Denn ich habe für Cyrus einen geilen neuen Stab gekauft. Ich glaube, der kostete 18.000. Ich glaube, der heißt Zauberstab. Ich wollte den einfach ausrüsten. So, hier bin ich eigentlich relativ gut durch. Also ich habe hier, das war gestern Abend, habe ich Klarach, Felsfall, Swaki, Flammhult, Atlasdamm. Die Städte habe ich schon mal nochmal neu abgegangen, nochmal erkundigen und studieren gemacht, ne? Also nochmal ein bisschen gesnackt, auch was gekauft, ja. Weil manche Sachen, die du kaufen kannst, zum Beispiel hier so eine Heiltraube M, kostet 200 Blatt, hat aber nur eine 5% Chance zum Stehlen oder so. Ja, ich bin halt einfach gekauft für 200 oder so. Ja, sonst habe ich eigentlich nichts weiter gemacht. So, ich wollte ja mit Therion anfangen. Und ich glaube, das werde ich auch, weil ja, Primrose Stufe 21. Wir könnten auch mit Primrose anfangen, weil sie noch ein weniger starkes Level hat. Das wäre eigentlich eine gute Möglichkeit, aber ich möchte eigentlich Therion anfangen. Und ich habe noch keinen blassen Schimmer, wen ich dafür mitnehme. So, wir haben Olli, der ist schon auf 16 und Primrose ist auch schon auf 16. So, Tressa ist auf 15. Das heißt, wir müssten eigentlich so ein Team haben. So, da wir aber schon wieder zwei Healer haben, lasse ich Ophelia weg. Ja, und neben Hanit, glaube ich, nochmal mit. Oder Tressa. Oder Tressa. Tressa ist geil für Cyrus zu boosten, ne? Dann würden wir, also dann müssten wir mit diesem Set spielen. Das ist schon ein sehr, sehr starkes Set, finde ich. Also Hanit mit Ultra Damage. Er, der sich immer heilen kann und sich FP geben kann. Und ja, Verteidigung verringern, Angriff verringern und alles. Er, der auch heilen kann. Stimmt, wir können ja auch heilen. Ja. Schon nice, ne? Kann man schon machen. Tressa, ich überlege gerade, ob ich sie noch mit reinnehme. Anstatt Hanit. Oder Alfin bleibt hier. Aber Alfin muss eigentlich mit, weil er so ein niedriges Level hat. Ich glaube, ich werde tatsächlich Tressa mitnehmen. Und damit wir, weil das ja schon ein sehr starkes Team ist, damit wir das ein bisschen schwieriger machen und das andere Team dann auch ein bisschen Vorteil hat, weißt du? So, wir können jetzt ein Level 20er Dungeon machen. Welchen? Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, ja, da diese Tür da. Ich glaube, das war ein Level 20er Dungeon. Deswegen gehen wir mal dahin. Und ich muss unbedingt noch von Cyrus die Fähigkeit rausnehmen. Mit dem Gegner treffen mich nie. Oder fast nie. Ja, da oben ist eine Höhle.
Das könnte schon gut sein. Bist du Level 20? Ja, bist du. Okay, dann gehen wir da rein. Dann machen wir die. So. Als erstes Fähigkeiten, Hilfsfähigkeiten. So. Ausweichmanöver. Halbiert sich die Zahl und nie von Feinden überrascht. Ach lol. Das heißt einfach nur, wir werden nicht überrascht. Oh mein Gott. Das heißt, die Gegner dürfen nicht angreifen. Als er hat auch die Tiara. Den Falkendolch könnten wir noch ersetzen. Nein. Silberschwert durch die schwere Klinge. Dadurch würde er aber Tempo verlieren. Crit und Angriff dazu bekommen. Das würde ich aber eher nicht machen. Weil wir brauchen schon sein Tempo. Fähigkeiten. Können wir irgendwas lernen? Nö. Und auch wir könnten theoretisch bei ihm hier sowas wie Lumineszenz machen oder so, ne? Das kostet nur 30, weißt du? Die ist jetzt nicht so... Ja. Wiederbeleben könnte natürlich auch. Ja, aber ich lasse das erstmal so, oder? Obwohl, ich krieg eine weitere Fähigkeit bei 4. Hm. 100 LBP, das ist jetzt auch nicht so viel. Mentale Verteidigung. Mehr heilen. Will ich eher mehr heilen gehen, ne? So. Und der hat jetzt eine neue Hilfsfähigkeit. Ja. Ist doch gut. Ja. Okay. Jetzt sind wir in diesem Dungeon. Okay, da hinten scheint es das Ende schon zu sein. Das heißt, ich gehe mal eher hier lang. Firin-Truhe, ja. Die muss ich auch noch nachholen, unbedingt. Übersinnlicher Stab? Was ist das denn jetzt? Sag nicht, dass das ein geiler Stab ist. Ja. 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 Ist besser als die Quarzbrute. Ja. Elementverteidigung wird gesenkt. Ist natürlich auch irgendwie geil, ne? Der ist schon nicht schlecht. Der ist schon nicht schlecht. So. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang gehe. Deswegen gehe ich einfach mal hier runter. Und da sind die ersten Gegner. Die wir aber schon kennen. Here goes nothing. Here goes nothing. Ja, hier geht echt nichts. Okay. Ach so, ich dachte, er hätte keine FP mehr. Amputation, Eiszapfen. Ja, okay. Das bringt mir alles nicht so viel. Deswegen nutz einfach mal so einen Eisstein, oder wenn wir sowas haben. Ja. How do you like this? Bombs. Therion, du kannst
Aber was kannst du eigentlich? Ja, mach mal F. Einfach F bestehen. Keine Ahnung. Du. Ach ja, du hast ja jetzt die... Ja, stimmt. Das haben wir noch nicht gesehen. Ich kann ja jetzt mehrere Sachen verwenden. Ja, mach BP spenden, ne? For you. For you. Eine... Okay, die kann sich heilen. Wir können jetzt Kleriker theoretisch machen. Ja, wollen wir aber nicht. Wir wollen natürlich den Schneesturm auf Maximum. Die sind ja auch tot. Ja. Alter, ist der krass. Aber die haben nicht so viel XP gegeben, wie ich gedacht habe. Also... Für den Level 20er Dungeon? Also ich weiß nicht. Da oben sind auf jeden Fall noch Sachen. Aber wie komme ich denn da hin? Hä? Ah, da war ein Weg. Oh Gott, was ist das denn? Wait. Ist das die? Bist du das? Kate, you? Das ist die! Das ist dieses ultimative, ultimativ einfach. Also, ultimativ XP gibt. Yo! Ich hab. Die, also, die hat so eine hohe Defense. Ich glaube, wenn wir die angreifen, hat die einfach nur einen Schaden oder so. Ich mach das mal. Vorbei. Alter, die weicht jedem Angriff aus, okay. Ich glaube, hier muss man diese Steine benutzen. Ich glaube, es ist egal, welchen. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal einen Donnerstein. Oder einen M-Stein vielleicht mal. Haben wir so einen doppelten M-Stein vielleicht? Nicht, ne? Was? Das macht so wenig Damage? Die ist abgehauen! Was? Die jetzt abgehauen ist. Ich dachte, man müsste die mit Steinen besiegen, aber das ist ja unmöglich, wenn die einfach abhaut. Ich meine, die weicht jedem anderen Angriff aus, bis auf diesen Objektangriffen. Glaube ich. Oder Elementangriffen, keine Ahnung. Als ob die einfach abhaut. Was ist denn das? Das fängt so ab gerade, ne? How do you like this? Ja, boah, das ist so, Alter, das ist so nervig einfach. Das ist so unfair. Ja, okay. Was haben die denn für Schwächen? Shucks. Ja. Oh, Flames. Rage strong. My turn. Was haben die denn für Schwächen? Mann. Stab. Nein. Shucks. Axt haben sie auch nicht. Eis. Eis, immerhin. Speer wahrscheinlich. Nee. Ja,
Ich bin so genervt von diesen blöden Viechern. Take this! Einfach geflogen ist. Thank you. Shucks. Als ob die einfach geflohen sind. Now the true lesson begin. A tempest of ice shall rain. Not bad. A passing. Wenn ich in dem Dungeon nicht noch einen von diesen Katzen bekomme, Alter. Als ob die einfach geflohen ist. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Wie kann dieses Mistvieh... Oh, dieses Mistvieh. Was? Das Gefühl von Gefahr ist überwältigend. Wollt ihr wirklich fortfahren? Nee. Nee, lass mal. What the fuck? Es gibt Bosse? Also ich wusste, dass es Bosse gibt, aber ich dachte, die kommen erst bei 25 oder 30. Und nicht schon bei 20? Oh mein Gott. Kann ich schon niemals schaffen. No way. No chance. Wie soll ich das machen? Hallo? Ich hänge fest. Hallo. Liebe des Lebens. Ich hab mich vergessen zu heilen, ne? Das macht Cyrus jetzt mal direkt. Wow. Lass mal direkt einen GP-Dieb auf irgendjemand, der eine Dolchschwäche hat. Es hat keine eine Dolchschwäche. Egal, halte ich trotzdem. Au. Okay, nice. Ja, du kannst eigentlich, ja, einen Pfeilregen machen, keine Ahnung. Du kriegst ja überhaupt nicht. Du kriegst gleich ein Genauigkeitsamulett von mir rein. So, Kleriker. Geil. So. Yo, und du machst. Ich weiß nicht, was du machst. Mir fehlt noch so dieser Amputationsangriff, der alle Gegner trifft. Letztes Gefecht, genau. Ja, mach mal verteidigen. Oh, nice. Ja, greift ihn ruhig weiter an. Ja, perfekt. Here we go. Hat sich gerade schön nämlich gesaved. Da kommen wir mal. Okay, schädlicher Staub. Einige noch. Try this. Oh, nice. Ich teste mal mit ihm einfach ein paar Sachen aus. Ja, du machst eigentlich mit dem Schwert draufschlagen, oder? Ja. Ich warte halt, bis Cyrus drankommt. Ja, ich brauche den Pfeilregen nicht zu machen. No chance. Weißt du was, du nutzt jetzt einfach mal einen von diesen komischen, die sind ja schon tot. Au. Ja, okay, Cyrus, weißt du was? Du ballerst jetzt einfach einen Feuerball raus und dann sind die down oder Eis. Oh, Eis. Here's some proof. Ja, okay. Thus ends your lesson. Ich will noch so ein fucking Cave-Vieh haben, ey. Nur die Kiste habe ich eben übersehen. Wo geht's denn zu der goldenen, sag mal? Da war doch irgendwo noch eine goldene, aber wie komme ich da hin? Da unten. Ja, da ist sie! Ich werde dir einen L-Stein jetzt reinhauen, ey, sowas von. L, da, Donnersehnstein, L. Ist mir so egal jetzt. Yes. So. Genau deswegen.
weil die gibt's. Ja. Ein wenig Erfahrung, ein wenig Geld und ein wenig LBP. Alter, guck mal, die gibt's. 200 LBP, 1000 Erfahrung und 3,5, ja fast 4k Money. Und wir sind alle irgendwie 7 Level aufgestiegen. Alvin ist einfach Level 17, Alter. Ja gut. Jetzt haben wir sie doch nochmal bekommen. Na, also immerhin das. So, wie komme ich zu dir, blöder Kiste? Irgendwo von hinten. Wahrscheinlich von da hinten, ne? Wahrscheinlich muss man da hinten weitergehen, ja. Könnte ich mir vorstellen. Lass mich aber noch ganz kurz safen. Ich wollte noch speichern. Okay, neue Gegner. Okay. Keine Dolchschwäche. Ja, natürlich. Boostet euch. Genau. Du machst schön. Cyrus, bitte. Cyrus hat jetzt den ultimativen Angriff raus direkt. Kann ich dich irgendwie boosten? Kann ich dich mit einem tröstenden Samen, ja? Kann ich dich irgendwie boosten? Geheimnisvolle Blüte. Okay, ich mach das jetzt mal. Halt 1000. Okay. Unbekannter Wirkungsstand da. Und ich darf als nächstes angreifen direkt. Okay. Ja. So. Und Theron hat noch ein Level-Up erreicht. Schön. So, und dann testen wir mal den Bossfight. Na cool, wir haben eben gespeichert Level 20. Und Cyrus ist jetzt einfach Level 22. Können wir eigentlich noch irgendwelche, hier so, ne, Dinger? Heilung könnten wir auch machen. Mit Wunden heilen machen wir mal einfach, ja, Heilung. Ach, er hätte auch erste Hilfe machen können, ja. Ist egal. Fähigkeiten erlernen, ja. Könnte natürlich den Leugnen. Ah, sie kann den Seitschritt lernen. Ja, mach mal. 700 und 700. Okay. Hilfsfähigkeiten. Haltung bewahren. Ist der Charakter nicht in einer Lunge? Überlebt er alle sonst tödlichen Angriffe mit einem GP? Oh, geil. Okay, das finde ich sehr cool. Also, wenn du so gerade gegen Bosse kämpfst, die dich one-hitten können, bleibst du einfach mit einem GP stehen. Eine geile Fähigkeit auf jeden Fall. Ja, schon nice. Ausrüstung kann ich, glaube ich, nichts ändern. Ich glaube nicht. Das ist hier irgendwas. Ja. Okay. Dann probieren wir mal, ob wir den Boss da plätten können. Ich bin bereit. This should be fun. Ja, klar. Hat natürlich 10 Alright. Schilde. Ist klar. Okay, dann hau ich einfach mit der Axt drauf. Okay, kein... Ach, du Scheiße. Was macht die für ein Damage? Okay, Moment. Ich muss Windows drücken. Und jetzt gucke ich mir... Ich habe mir so eine Datei gemacht. Was kommt nach Speer? Nach Speer kann auch Dolch, Axt, Bogen oder Stab kommen. Und halt Feuer, Eis, Blitz, Wind, Heil, also Licht und Dunkel. Okay. Das heißt, es könnte immer noch Dolch sein. So. Da es aber eine Motte ist, würde ich mal sagen, die hat eine Lichtschwäche. I appreciate it. Really? Er hat keine Dolchschwäche. Du bist eigentlich gut zum Brechen, meine Liebe. Bogen könnte es auch noch sein. Seitschritt, das ist natürlich auch sehr, sehr gut, ne? Das mache ich am liebsten auf Cyrus. Aber also ich kann jetzt nicht auf... Ach,
der Charakter. Ich kann es nicht auf andere anwenden. Nein! Ja, okay, dann überlebt wenigstens Tressa. Ja, und du machst... Ich glaube, du machst erstmal Wunden heilen, oder? Weil du musst erstmal heilen, so. Okay, Therion. Schwert kann es nicht mehr sein. Das heißt, wir können mal Feuer probieren. Passiert nichts, okay. Stab könnte es auch noch natürlich sein, aber wie gesagt, ich glaube, es ist halt heiliges Licht. Licht? Ja, okay, dann muss es Dunkelheit sein. So, und du machst bitte einfach Stabangriff. Weil mehr kannst du nicht tun. Mischen. Samen. Try this. My focus is unparalleled. Ich würde, also Feuer ist es ja nicht. Dann würde ich Eis probieren, oder? Macht aber trotzdem gut Damage. Ja. Physische Verteidigung. Ich würde gerne den Angriff von dem Singsang. Oh, wir können stehen. Vitalisierende Marmelade. Nice. Sie kann eigentlich nur... Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Try this. All right. Yeah, that'll do her. So, er macht erstmal Heilen auf Cyrus. Das Problem ist, wir haben keinen... Ich finde die anderen Schwächen irgendwie nicht raus. Hier wäre Hanit halt gut, ne? Oh doch, du könntest ein Objekt geben. Und zwar... ein Granatapfel an Tressa. Weil sie muss unbedingt den Typen brechen. Also sie ist die Einzige, die brechen kann. Ach du Scheiße. Ja, und er macht erstmal Wunden heilen. Wie gesagt, sie kann nur... Und ich muss mit ihm einfach sie ein bisschen pushen. Ein Stab. Ich probiere mal einen Stabangriff. Okay, auch nicht. Axt haben wir auch noch nicht probiert, oder? Okay, Axt ist auch nicht... ja, gib ihr nochmal einen Apfel, oder? Weil, Alright. Okay, mischen. Schädlicher Samen. Wir haben Eis probiert. Wir haben noch nicht Wind probiert. Das könnte sein. Nein, kein Wind. Cyrus ist wieder down. Okay, wir könnten sie schon brechen. Wir auch aber erst in der nächsten Runde auch machen, deswegen bin ich erstmal ihn heilen. Oh, okay, alle pennen. Das ist natürlich unpraktisch. Gib mir mal bitte ein Schreikraut. Nein, Vergiftung, Blindheit, Verwirrung, Schlaf. Und zwar für ihn hier. Weil er kann ja... Er kann ja mischen.
und mit dem tröstenden Staub einfach alle wieder aufwachen lassen. Genau. Out of my way. Firion kann... Weißt du was, du nutzt jetzt einfach mal einen, Take this! Okay. Hat auch keine Donnerschwäche. Ja. Du gehst auf Verteidigen. I think not. Ja. Bring it on. Und Alfin. Und Tressa macht gleich Verteidigend. Du machst jetzt einfach einen geboosteten irgendwas. Eis? Ne, Eis hatten wir schon, ne? Rehabilitieren. So. Immun gegen negative Statuseffekte. Und du machst jetzt Verteidigen. Damit du als erstes dran bist und sie brechen kannst für zwei Runden. Nein! Der hat einmal verfehlt! Als ob die einmal verfehlt hat.